Was für ein Jubiläum hat denn die Hochschule? 50 Jahre. Das weiß man doch, oder? Keine Ahnung. Ich weiß zwar, wo die ist, die ehemalige BGS-Kaserne, ne? Aber mit Jubiläum weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass die 1974, glaube ich, vorher war es das Pädagogische Fachinstitut, dann war sie die Fachhochschule und jetzt ist sie die Hochschule. Kann ich Ihnen sagen, ich bin 54 Jahre in Fulda, als wir damals kamen. Ich will es jetzt mal ein bisschen dezent ausdrücken. Da waren vielleicht 300-400 Studenten, 3-4 wahrscheinlich Professoren, aber es war eigentlich eine chaotische, ja, oder ein chaotischer Zustand. Und heute ist es also fantastisch. Dieser Campus gefällt mir. Wir gehen öfters mal spazieren da oben und ich bin ganz begeistert. Was wissen Sie über die Hochschule Fulda? Gar nichts tatsächlich. Also ich weiß nur, dass früher, glaube ich, im Bereich Sozialpädagogik oder in dem Bereich ein Studium möglich war, aber dass sich das wohl wesentlich erweitert hat, das Angebot. Nichts eigentlich. Also da kann man halt studieren gehen. Also ich glaube, dass voll, dass sie angesehen ist, gerade das Sozialwesen. Ja. Genau, ja. Ich finde, die Dozenten sind sehr kompetent und nett und macht Spaß auf alle Fälle. Hochschule? Nein. Nichts. Die Hochschule ist in meinem ehemaligen Bundesgrenzschutzstandort untergebracht. Da war ich 1968. Und ich höre eigentlich nur Gutes von dieser Hochschule hier in Fulda, dass die Studenten ordentlich was lernen und auch später eine gute Zukunft haben. Ich weiß nicht, wie viele Studiengänge die anbieten, aber ich glaube auch inzwischen was mit Medizin und Hebammenausbildung. Ja, und dass es sich wahnsinnig vergrößert hat. Ich weiß auf jeden Fall soziale Arbeit, Ökotrophologie, also sehr viel Ernährungswissenschaften. Ja, soziale Sachen. Es gibt 8 Fachbereiche der Größe nach Wirtschaft, Sozialwesen, SUK, Elektrotechnik und Informationstechnologie, angewandte Informatik, Ökotrophologie. Das waren sie fast alle jetzt, ne? Ganz toll. Wie ist das Image der Hochschule Fulda? Also das Image der Hochschule Fulda ist gut. Osthessen News. Sehen, was bewegt.